Eisbärenstarke Grüße und herzlich willkommen zurück zum neuen Kartenchaos. Ja! So, und falls noch sich wer erinnert, ich sagte ja, ich werde dir im Leben irgendwas nebenbei essen. Entschuldigung, musste sagen, ich habe gerade Chips und Salsa vor mir. Hm. Ja, ich dippe Chips und Salsa ein, neuerdings. Es schmeckt geil. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ich lasse das jetzt auch. Ich esse jetzt nicht nebenbei die ganze Zeit Chips. Das lasse ich. Denn es ist ein Let's Play und wir wollen reden. Und reden wollen wir über das neue Kartenchaos. Und darüber, dass ich gerade erstmal verdauen muss. Nein, Begegnung am Wegekreuz. Wir wählen uns ein Deckmaster aus, einen Helden aus. Und wir bekommen irgendein zufälliges Deck. Das machen wir. Deswegen findet ihr in der Videobeschreibung diesmal, nicht weil ich irgendwie zu faul bin, das aufgeschrieben zu haben, keine Deckliste. Ich weiß nicht, ob das ein vollständiger Satz war, da war trotzdem noch ein Komma, sondern gar nichts. Ihr findet keine Deckliste, weil das ist random. Und wir spielen mit... Ich hab wirklich noch nie mit Schurki gespielt, deswegen... Und mit Charmy. Wir spielen jetzt mal Charmy. Ja, ihr seht auch, ich bin vom Rang her beim Charmy nicht so ganz hoch. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Und währenddessen gucke ich, ob alles mit der Webcam in Ordnung ist. Ja, ich sitze ein bisschen hinter Mikro. Na, versteck mich. Mir soll keiner sehen. Mhm. Ja. Vielleicht noch eine Änderung. Rahmen. Ja. Und Rauschentfernung. Und ja. Ich habe ja jetzt, wo ich gerade so lange auf einen Gegner warte. Ich musste gerade schon warten, bis ich in-game gehen konnte. Ich nehme ja das Ranked Bane, ja. Ups. Da waren Chipskrümel. Nehme Ranked Mania ja mit DX Story auf. Und das mache ich jetzt in Kartenchaos. Übernehme ich das jetzt so. Weil, warum nicht, ne? Ich meine, warum soll ich bei dem einen Hearthstone-Format Qualität bringen und beim anderen nimm ich es einfach so mit OBS auf, wie es mir gerade passt? Nein, das will ich da nicht. Das will ich euch nicht antun. Das hört sich voll schlimm an, aber ich mach's jetzt einfach auch so. Dauert zwar ein, zwei Stündchen zum Codieren länger, zum Rendern, wie es im Fachjargon heißt. Aber ich denke mal, es lohnt sich dann doch schon, ja. Und wir spielen gegen einen Russen, jemanden aus dem Ostblock, der es ihr nicht seht, weil da ja meine Webcam vor ist. Habe ich völlig vergessen. Ich packe sie jetzt auch nicht in einer anderen Ecke. Ich bleibe jetzt hier, ist mein Platz. Apropos mein Platz, kriegen wir direkt einen AFKler als... Nein, er ist da, alles klar. Er hat noch ein bisschen länger gebraucht. Begrüßen wir ihn erstmal. Also, wir spielen schön mit Frull. Gut. Wir können das Feld auf jeden Fall clearen. Oh, wäre natürlich episch, wenn er jetzt irgendwie sowas wie Lepragnom spielt, ne? Ha? Ah, ne, okay. What? Ich hoffe, wir haben Piraten im Deck. Okay, ihr seht schon, es könnte Grütze bei rauskommen. Ich habe gerade schon ein Duell gemacht. Das habe ich souverän verloren. Allerdings, hatte mein Gegner die Karte, die Karte, die dafür sorgt, dass man eine Karte zieht. Und wenn es ein Monster ist, verwandelt man es in ein Huhn. Also ein Mana, ein Angriff, ein Lebenhuhn. Er hat fucking Nefarian gezogen. Die fucking Legendary, die man im Blackrock-Abenteuer bekommt. Er hat fucking Nefarian gezogen und das wurde in ein fucking Hühnchen verwandelt. Nefarian, ein fucking Hühnchen. Das war episch. Oh. Ein Piratenschamane. Ach, scheiße, ich hätte angreifen. Nachher sind wir zwei Damage out of level. Also zwei Damage zu wenig, dass wir ihn töten können. Oh.
Was? Okay. Er zwingt mich. Boah. Nein, das ist ja sehr Schwachsinn. So, die anderen können wir nicht einsetzen. Es sei denn. Okay, Spot, nice. Na, was heißt es sei denn? Ich rufe ein Totem. Welches Totem von mir soll ich muten? Muten, Nee, oh. Das ist schon mal gut. Wir werden dann mal eine Karte ziehen, die dann 3 weniger kostet. Nice. Also, ich muss sagen, sieht gar nicht mal so schlecht aus mit dem Deck. War wahrscheinlich, wir hatten wahrscheinlich die Piratenkanone und einen Pirat im Deck. Und genau die haben wir am Anfang gezogen. Das ist nice. Wir spielen sie auf jeden Fall. Wir haben ja noch unser Spott-Totem. Auf dem gegnerischen, ne? Ja. Auf einen zufälligen feindlichen Feind. Feindlichen Diener. Na gut. Dann rufen wir noch einen Totem. Das war's. Spell Damage? Nice. Alles klar. Sieht doch schon mal sehr gut aus, würde ich mal behaupten. Ah, tut mir leid, dass ich übrigens so, na, sieht man jetzt nicht groß, obwohl doch hier so ein bisschen an den Haaren. Oh Gott, Leute, ich war heute doch los. Meine Brille reparieren, ja. Ranked Mania Part 2, wer es gesehen hat, ohne Brille, nice. Jetzt wieder mit. Brille reparieren, ne? Werde ich erstmal hier nach Fechter gefahren, ne? Das ist hier die Kreisstadt, dann werde ich erstmal hier hingefahren. Mit Zug. Bin in die Stadt. Zum Optiker, hä? Brille reparieren lassen, zum Schreibwarengeschäft, Notizzettel holen und habe mir noch eine Kugel Eis geholt. So. Was das Beste war, ist, als ich aus dem Haus kam, hat es direkt angefangen zu regnen. Nice. Bestes Timing, EOW. Lass mich mal eben hier. Lass mich. Wieso haben wir ein Hühnchen? Also es hat angefangen fucking zu regnen, ja. Zum Glück hatte ich meine Zwetschertacke dabei, aber Das Wetter war super. Also es hat geregnet, dann meine Haare vorne wurden nass, weil ich kam gerade von der Dusche, ein bisschen geföhnt und dann hingen sie mir überall im Gesicht rum. Richtig super. Ja, wer es kennt, Daumen hoch. Nein. Aber könnt ihr gerne machen, Daumen hoch. Habe ich nichts gegen, aber jetzt nicht unbedingt aus dem Grund. Ja. Und dann natürlich, ne, zum Zug. Nass. Natürlich mehr und über der Zettelattacke, aber die ging nicht zu, weil der Reißverschluss kaputt ist. Dementsprechend doch schon vorne am T-Shirt das und total. Und dann bin ich nach Fechter, dann bin ich wieder zum Bahnhof, nachdem ich mir das Eis und alles geholt habe, ne, in der Stadt fertig. Saß ich im Bahnhof, ne, hab mein Eis fertig gegessen, bla bla bla. Und dann fiel mir ein, Mensch, ich wollte doch noch zum Elektronikfachhaus. Und das ist nochmal 5 Minuten weg. Das heißt, das war. Na. Noch 25 Minuten, dann wäre der Zug gekommen. 5 Minuten hin, die Kopfhörer, die ich jetzt trage, holen, kaufen, bla 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 und wieder zurück und. Bah! Ist echt nicht mein Tag heute. Achso, ich habe keinen Mana mehr. Ich habe keinen Bock, dass er debufft, ja. Ich wollte jetzt schon zu den Chips greifen. Aus! Ich schlage da nicht zu. Das ist so verführerisch, ne? In der Aufnahme einfach so einen Chip zu nehmen, ihn einzudippen und. Die Erdenmutter ist nah. What? Möchtest du jetzt bitte auch eine Legendary ziehen? Gut, das ist nicht ganz eine Legendary. Ach ja, der bringt. Ne? Wo bin ich? Das ist super. Das Problem ist, ich muss den angreifen. Was bedeutet, er kriegt 3 Schlangen? Habe ich gerade nicht drüber nachgedacht, als ich den Flächen-AOE-Zauber gemacht habe. Oh, ist ein Zauber. Schade. Nein! Naja, solange nicht mal des Jägers hat, ist alles in Ordnung.
Ach, deine Mutter ist auf dich gerichtet, wissen wir doch. Einsatzbereit. Du Muttersohn, du. Oh, ich hätte jetzt bitte gerne AOE-Flächenschaden. Wow. Genau das haben wir jetzt gebraucht. Oh. Er ist echt nicht so schlecht, ne? Ja, ich hätte Dings zum Schweigen bringen können, egal. Was machen wir? Mir tut mein Nacken weh, ich kann nicht nachdenken. Wir können angreifen, ne? Mit ihm da. Dann aktiviert sich seine Falle, er kriegt nochmal 3 Schlangen dazu. Wir aktivieren unser Totem. Dann greift er mit jedem an. 4, 8 Schaden. 8, wenn ich das nicht tue, kriegen wir mehr, ne? Wo bin ich? Es bleibt nicht viel Zeit. Können ein Ding zerstören, wollen wir das? Ah, er kriegt nur 2, nice. Wir zerstören trotzdem ein. Nur für den Fall der Fälle. Und ich trinke jetzt nochmal einen Schluck. Moment. Wow, leckt meine Webcam? Fällt mir jetzt erst auf. Bisschen, ne? Ich muss dann nächstes Mal noch was einstellen. Ich hoffe natürlich, durch das Codieren wird das nicht mehr so. Oh, nee, was? Achso, während der angreift. Ich hab das noch nicht mit den Feineinstellungen raus von der Webcam. Wow. Spott! Immerhin Spott. Das Ding ist, dass wir, na, nicht ganz tot sind. Ein bisschen leben wir noch. Ich weiß nur nicht mehr, wie lang. Also, er zerstört das Teil und wir kriegen dann wahrscheinlich 6 Schaden oder 5. Wow. Scheiße. Okay, wir kriegen 5 Schaden. Wir kriegen viel mehr Schaden. Wir sind tot. Hä? Wusste ich. Ha. Oh Gott, das lief ja schon mal. Hervorragend lief das. Gut, nehmen wir dann doch lieber ein Deck, womit ich dann einigermaßen vielleicht doch Priester. Neue Runde, neues Glück. Einsteigen dabei sein. Ich habe übrigens nicht das Etikett abgenommen, gell? Du hast nicht das Pfand drauf. Ja, eigentlich will ich aber auch keine Werbung machen für sowas. Habe ich das nicht schon mal? Also nicht Werbung gemacht, aber... soll mir auch egal sein. Hey, ich trinke Eistee von gut und günstig. Ich weiß nicht, was alle so... Na gut, wenn man größer ist, okay, wenn man Tam-Tam-Dum, ne? Du machst gleich Werbung, da. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich trinke ich das so ziemlich gerne. Ah, lol. So, erstmal alles weg. Also, bis auf den Panther. Aber sonst alles weg. Wow, nice. Ich hoffe, wir haben den anderen auch. Dann kriegen wir Thaddäus. Ich bin Thaddäus. Ich bin Thaddäus. Es hilft nur nicht, so auszusehen wie Thaddäus. Du musst dich auch wie er benehmen. Mann, oh Mann. Ich übe den ganzen lieben langen Tag auf meiner Klarinette und werde einfach nicht besser. Grüße. Nein, ich hab die Spongebob geguckt. Gut gespielt. Gut gespielt. GG, ich kann direkt surrendern. So, was hat er denn? Das ist nice. Ich kann mich nicht bedanken. Danke. Jetzt kann ich mich bedanken. Oh, mein Nacken, ne, Leute? Oh, ne. Ich hatte doch überlegt, Dragon Bad aufzunehmen, aber jetzt noch eine Stunde hier, nee, lass mal. Lass mich gleich in den Stuhl fallen und werde heute Abend nichts mehr tun, außer Chips essen. Lasst mich nach. Du fittest so, ey. Hör doch auf Chips zu fressen, ey. Geh mal lieber Fitnessstudio. Boah, stell dir vor, hätten wir diese Probleme zu Hause, würde ich das sogar tun. Ha. Aber naja, interessiert jetzt auch niemanden. Werde ich auch nicht erzählen. Ich meine, wen interessiert das? Ich meine, sicher gibt's da. Hör, Zimmer, ey, nein. Lass dich nach. Nein.
Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, aber nein, ich erzähl's nicht, weil es privat ist. Schon genug, dass ich so erwähnt habe, aber naja. Es ging ja mehr im City Studio, dass ich das sehr gerne würde, aber nicht kann, aber na gut, ja, natürlich, naja. Wird sowas kommen, wird sowas geblockt. Und ich sehe schon irgendwie Hamshi oder so schreiben, du fettest. Wenn du das machst, Hamshi, dann blocke ich dich. Das wäre ein bisschen drastisch. Dann, ich blocke dich, nachdem ich nächste Woche bei dir war. Mhm. Genau so sieht's aus. Ich glaube, wir werden unsere Naxxramas schämen. Ich hätte fast Schatten gesagt. Ja, wir werden ihn spielen. Oh, cool, unser Gegner ist nicht da. Entschuldigt bitte. Super. Das Duell ist mega spannend. Das gibt's doch nicht. Zeit für einen Chip. La da di, la da da, la da di, da da, la da da da, la di, da da. Ah, ich sehe schon Leute, die sich darüber beschweren. Nee, du kannst dich erst so trinken in der Aufnahme. Ja gut, wenn ich so das Ding vor die Webcam halte, kann ich es verstehen, aber... Mein Gott, das mit dem Chip war jetzt ein Gag, den wohl nur ich verstehe. Aber, mein Gott, lasst mich trinken. Was ist so verkehrt daran zu trinken? Du trinkst, ey, voll das Opfer, was los, ey? Ich schwör, ich trink mein ganzes Leben gar nichts, ey. Komm voll klar, was los? Was los, Digga, ha? Was los bei dir, du trinkst? Ah, ich danke dir, Kollege. Ich danke dir, danke. Genau das habe ich gebraucht. Ja, meine Kartenpackung, geil. Hm, vielleicht ist da ja heute was Episches drin. Wer weiß, wer weiß. Ich möchte bitte die Packung öffnen. Und? Oh. Da sind keine epischen Sachen bei und auch keine Legendaries. Ha, versteht ihr, was episch und Legendary? Ja. Der war gut, ja. Hör mal, der war gut, ja. Das war ein guter Witz, ja. Das möchte ich mal bitte. Wow, die hatte ich alle schon. Nice. Also, ich fand das einen guten Witz. Und wir machen jetzt noch ein Duell. Und zwar als. Na, eigentlich als Priester nochmal. Na, komm. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir irgendwelche legendären Diener. Ich würde das episch sagen, aber versteht ihr mal? Ja. Und in 10 Jahren oder so, oder ähnliche Zeitspanne, wenn ich Kinder habe und die Videos auch online sind, werden sie sich denken, oh mein Gott. Den Sieg bringen. Oh mein Gott. Eure Seele wird mir, ich möchte bitte mit dem nie wieder was zu tun haben. Ich möchte. Ich wetze einfach auf Hand lassen, damit ich sie hab in Runde 8. What the fuck? Vielleicht haben wir irgendwelche legendären Diener. Ha! Wow. Episch. Ich meine, legendär. Oh Gott. Also wenn ich das jetzt jedes Mal mache, dann muss ich die ganze Zeit so sitzen und kann ich Hearthstone spielen. Grüßen wir ihn erstmal nett. Und mein Nacken tut weh und das sieht wahrscheinlich vollkommen bescheuert aus, wenn ich das so mache. Entschuldigung, ich versuche mein Derp-Faktor so tief zu halten, wie es ihm geht, obwohl er schon da oben ist. Bin mir nicht sicher, ob meine Hände immer in der Webcam sind. Na, hier links nicht, aber hier so, ja. Naja, ich habe eh vor, mein Zimmer demnächst mal umzustellen und dementsprechend, ich wollte mir noch eine kleine Ecke einrichten, die speziell für YouTube ist. Darunter ist dann auch mein Schreibtisch und, naja, werdet ihr dann irgendwann schon mal sehen, wenn ich dazu komme. Genauso sieht's aus. Hashtag Hype! Nein. Ich schaffe eh keinen Hype bei meiner Reichweite. Von den 10 Zuschauern, die meine Videos gucken. So, Kollege.
Sag mich, was du wohl bekommen hast. Alles klar. Er weiß auf jeden Fall, dass wir einen Drachen auf der Hand haben. Frag mich, ob er was zum Schweigen hat. Boah, der kann ja nicht angreifen. Für alle, die den uralten Wächter nicht kennen. Kann er nicht, kann er nicht. Was sein, man schweigt ihn. Lol. Ne, am Ende des Zuges, was? No! Das finde ich jetzt nicht so nice. Ja, vor allem kriegt der Schaden, weil der ist weg und ich glaube nicht, dass er auf den geht. Also, es geht auch auf Verbündete, ja, aber so viel Glück wie ich habe jetzt nicht. Ich frage mich, ob... Wir können ihn einfach töten, damit er tot ist. Ich meine, jetzt wissen wir, dass der im Deck ist. Was bringt es uns, ihn jetzt ins Face zu gehen? Und dass er einfach wieder hier auf unseren... Und dann zerstört er ihn einfach. Nein. Das wäre nicht so gut. So. Aber mit dem Nervotron gehen wir ins Gesicht. So. Wir haben ein schwarzes Loch. Au. Jetzt tut mir sogar mein linkes Auge weh. Und ich wollte unbedingt aufnehmen, weil ich morgen arbeite. Und dann hätte ich Freitag es aufgenommen. Und dann wäre das der Samstag gekommen. Und dann tue ich mir sowas an. Ich hoffe, ihr versteht, wie sehr ich mich euch anstrenge, was ich alles für euch in Kauf nehme. Ja, alles nur für euch, meine Zuschauer. So. Zuschauer für Gold, check. Was sehen wir denn? Jaraxxus! Geil. So. Ah, wir hatten so einen Magma-Wüter. Ich weiß nicht, ob der überlebt hätte. Ja, wir haben gleich erst Runde 6. Koppeln-Auktionator haben wir drin. Okay. Oh, nö. Ey, ich bin ein Headlock. Ha! Wenn ich jetzt viel ich Drachen ziehe, ist das episch. Oh, schade. Ah, scheiße. Hätten wir ein Mana mehr, könnte ich ihn spielen. Coin, wir ziehen die Karte und spotten ihn. Sieht nicht ganz gut danach aus. Aber wir spielen unser Magma wieder und spotten ihn. Und mit ihm gehen wir ins Gesicht. Nee. Yep. Wir könnten nächste Runde coinen und Komagos spielen. Ob er überlebt, ist eine andere Sache. Nee, nicht ganz. Wir müssen erst den Aufziehgigant töten. Und dann besteht immer noch die Gefahr, dass er mit einer Zauberkarte ihn einfach um die Ecke bringt. Jetzt wissen wir, welche zwei Karten er von uns genommen hat. Und wir kriegen mit dem Aufziehgigant ins Gesicht. Oh oh. Das finde ich nicht in Ordnung. Wir coinen und spielen schwarzes Loch. Disrespect. Entschuldigung. Warte. Entschuldigung. Nimm das, Bitch! Das gehört in ein Museum. Oh. Harrison, ernsthaft. Harrison Jones versus Komagos. Ein legendäres Schlachtfest. Easy. Da hast dich die Karte, die ich denke, an die du hast. Nein, nein, du hast, nein, du hast kein, nein, aus, nein, du nicht, ne. Was? Wieso gibt er mir mit Harrison denn nicht ins Gesicht? Achso, weil er mehr Leben hatte als Angriff. Ich
Sehr ziemlich Slatchet. Ich habe die besten Angebote. So. Dann müssen wir ohne Komagus leben. Shit happens. War ein Risiko. Hat sich nicht bezahlt gemacht. Naja. Wir haben ja noch zur Not jetzt Araxos, falls es uns an den Kragen geht. Und ja, mit Araxos ist es eigentlich relativ leicht zu gewinnen. Todesschwinge! Ah. Oh. Ihr hättet sowas erwartet wie Todesschwinge, so. Yeah. Like, I don't give a fuck. What's up, bro? Hat er Heal? Das zählt jetzt aber nicht als Heal, gell? Nope. Negier. What? Ernsthaft? Dreimal? Warte mal. Ins Gesicht und zerstören. Und wir ziehen eine Karte. Und der wird sich denken, er hat ja jetzt beide weg. Haha. Never, Kollege, never. Never ever gonna leave when you lost in the storm. No, no, never. What? Warum spielst du den? Warte doch, ob du eine Karte habt. Fünf Schaden möchte ich jetzt allerdings nicht kriegen. Zerstört ein Mana-Kristall, die möchte ich bitte als letztes spielen. Das wären aber 9, gell? Auf nach Nordend! So. Bin ich jetzt mal gespannt, was er macht. Er hat 3 Karten noch. Wir haben noch ein paar mehr, mit denen wir noch was machen können. Ja. 5 Schaden. Das würde ich dann bitte eine Runde machen, eine Runde vorher machen, bevor ich Araxos spiele. Oh. Ich hätte erwartet, dass er denkt, er hat doch die Aronai-Priesterin. Was ziemlich doof wäre. Das wäre ungefähr mein Denklevel. Naja. Leider ist er tot. Tut mich sorry. Können aber ihn spielen und dann ihn. Sind 7, ne? Wir haben kein Monster für 3. Aber vielleicht ziehen wir für 1 was. Ne, okay, ja gut. Eure Magie wird euch nicht retten. Und dann haben wir einen 7-6er für 7 Banner. Hashtag läuft. Hashtag läuft bei uns. Ich hab doch gesagt, jetzt verdichtet die damit mindestens 5 Angriff. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich möchte gewinnen. Ich bin fast bedankt hier. Kosten 2 weniger, naja. Ich könnte ja. Vernichtet Aludina, fällt der Araxos auch drunter? Wir können das Risiko aufnehmen und den Grubenlord spielen. Da haben wir noch 7 Leben. Kann er uns in einer Runde 7 Schaden zufügen? Wenn das mit den beiden noch nicht gemacht hat, denke ich nicht. Wir riskieren es jetzt einfach mal. No risk, no fun! Das war wahrscheinlich mein Todesurteil, weil er jetzt top deckt. Er hat wahrscheinlich jetzt irgendwas gezogen, was mir 7 Schaden zufügt. Ich hab keine Ahnung, was es sein könnte. Oh, er hat aber keine Gedankenkontrolle, gell? Gedankenkontrolle wird zieht. Nein! Oh, ich hab grad gedacht, er hat die Zauberkarte, die mir in meinem Helden 5 Schaden zufügt. Puh! Puh!
Ja, Raxos, bitte. Ja, was machst du, Kollege, ha? Oh, ein Riese, wie süß. Aus. Okay, wir haben gewonnen. Easy. Easy, Pupisi. Auslöschung. Gut, Leute. Das war's mit dieser Runde Kartenchaos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback und so gerne unten in die Kommentare da unter mir. Irgendwo, weit unter mir. Im Keller. Ja. Ich bin gefreut, dass du positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zum neuen Kartenchaos. Und schaut auch mal in Ranked Mania oder bei Yu-Gi-Oh! Vorbei. Auch wenn Yu-Gi-Oh! Relativ unregelmäßig kommt momentan. Es ist ziemlich geil. Es sind ja einige Folgen online und ja. Schaut rein! Lasst mich nicht allein! Es hat sich gereimt. Sonst macht's keinen Sinn. Egal. Und in diesem Sinne, wieder schauen, reingauen und bis dann! You think it's the Rockness? Oblivion! Ha 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 ha